Tja, ist ein ganz schnelles Sandwich. Wie gesagt, wenn du eine Mikrowelle hättest, nicht mal 3 Minuten, ne? Moin miteinander und willkommen bei Einfachkoch. Ja, es ist nicht immer einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man einen Koch zum Kumpel hat. Weil, ganz im Ernst, ich wollte mir einfach nur jetzt ein Sandwich machen, also einen Toast machen. Ich wollte schmieren, drauf essen. Dann kommt der und hat einen Vorschlag, dass wir was machen? Ein Ruben-Sandwich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich bin ja, man sieht es ja vielleicht ein bisschen, ich bin ja ein Genussmensch. Und für mich ist es einfach ein einfacher Toast. Ja klar, aber du hast ja ein paar Sachen eh immer zu Hause. Du kannst jetzt natürlich auch einzelne Komponenten austauschen. Ja. Wenn du sagst, die mag ich nicht oder weglassen. Aber wir gehen nur mal durch. Ruben-Sandwich. Cheddar-Käse, Pastrami, Sauerkraut, Pickles im besten Fall. Hier sind noch 2 gekochte Eier und Honiggurken. Und Meerrettich-Senf. Die Österreicher nennen das Krähen-Senf. Also die Österreicher werden das kennen. Ja. Das ist in Österreich ganz normaler, ganz normales Ding. Und ein bisschen Butter. Und normal nimmt man Toast oder halt eben so ein, ja, so ein Roggen-Vollkornbrot. Okay. Ja, und hier wird nichts abgeändert, hier wird gegessen, was am Tisch kommt und ich bin echt gespannt, weil, seien wir mal ehrlich, unter uns, ich komme nicht auf die Idee, Sauerkraut, Pastrami, Cheddar mit Meerrettich-Senf, Zitronengurken und Eiern auf ein Sandwich zu tun, aber dazu habe ich ja den Steve. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, kommt aber tatsächlich aus der amerikanischen Küche, also aus der New Yorker jüdischen Küche sozusagen, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, ob es sogar schon noch ältere Tradition hat. Ich beschmiere jetzt, weil du hast keinen Kontaktgrill. Wer einen Kontaktgrill hat, kann sich das hier sparen. Beschmiere jetzt das Brot mal kurz mit ein bisschen Butter. Das war immer, ne? Genau, mach mal die Pfanne an. Warum nehme ich einen Löffel und kein Messer? Ja, weil er halt mehr Fläche hat und man das als Koch so gelernt hat. Tatsächlich, ja? Ja. Nimmst einen großen Löffel, eigentlich hast du mehr Fläche. Gerade wenn du etwas Weiches schmierst, dann bist du schneller als mit einem Messer. Hier lernt ihr was fürs Leben. Ja. Und das kann man auch adaptieren in alle möglichen anderen Sandwiches oder sonst irgendetwas. Ne? Du brauchst jetzt nicht irgendwie irgendeinen extra Kontaktgrill aus dem TV-Shop zu kaufen, ne? Sondern das kann man auch mit allen möglichen anderen Sandwich-Sorten, Arten, was auch immer machen. So, Butter ist drauf. Ich habe hier nur mal ein bisschen Backpapier. Habe einfach ein Backpapier-Sheet in zwei Streifen geschnitten. Legen wir das mal kurz hier weg. So, Butter nach unten, weil das wird später unsere Außenseite. Ach. Ja. Also er legt es tatsächlich auf die beschmierte Butterseite. Genau. So, jetzt kommen wir mit dem Meerrettich-Senf. Kann man das sehen in der Kamera? Sieht man gut, sieht man gut. Na? Also man sieht es in der Großaufnahme. Ja. Ruhig ein bisschen, ruhig kräftig beschmieren. Da kann man auch alle möglichen, also Steigerungen für ein Ruben-Sandwich, ist meines Erachtens nur noch, dass du eine Seite mit einer Barbecue-Soße beschmierst. Oh. Das können wir ja dann, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch mal sehen wollt. So, jetzt wird reichlich Pastrami draufgelegt. Jetzt kommt eine Scheibe Cheddar. Jetzt, wir haben relativ mildes Sauerkraut genommen. Das ist roh, kalt. Ja, nicht, dass jetzt hier irgendeiner denkt, das wäre extra gekocht oder sowas. Man kann es natürlich extra kochen oder so. Muss man aber nicht. Also, ne? So, jetzt nehmen wir noch die Honiggurken. Und Pfanne ist heiß, merkst du, ne? Ja, merke ich. Brot kommt gleich drauf. So. Einfach nur in Streifen geschnitten. Es kommt noch ein Ei. Wie gesagt, wenn wir von Pickles reden, dann wäre jetzt hier so ein Sol-Ei halt richtig. Haben wir jetzt aber auf die Schnelle nicht. Deshalb kommt hier ganz normal einfach nur ein gekochtes Ei drauf. Ein Ei hat man immer zu Hause. Und so. Jetzt seht ihr schon, ne? Jetzt wird das Ganze einfach nur so zugeklappt, leicht angedrückt und viel Spaß. So, jetzt ist das da drinnen.
Also in der Pfanne ist jetzt auch kein Öl oder so, ne? Das Nö, brauchen wir ja nicht, weil wir haben ja das Backpapier. Genau. Genau, auf 7 hast du es gedreht, das ist ganz gut, da können wir es lassen. So. Wie gesagt, welche Reihenfolge ihr da nimmt, das ist wirklich eure Sache, ja? Also wir können es jetzt auch mal ein bisschen anders machen. Wir können jetzt mal, wir haben jetzt den Senf. Ich habe jetzt, zuerst hatte ich Pastrami, dann genau. Käse, Sauerkraut, Käse. Warum? Damit der Käse zwischen dem Sauerkraut durch, schön durchschmilzt. Ja, das will ich. Jetzt haben wir Käse, Pastrami, ne? Jetzt kommt Sauerkraut. Sauerkraut. Obwohl, wir können es ja mal noch anders machen. Wie gesagt, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Jetzt kommt Pastrami. Es gibt also keine Reihenfolge. Wir haben ja hier noch 2 Scheiben, die müssen eh weg. Zack. Ja, das ist deine Portion. So. Hier kommt auch nochmal Sauerkraut drauf auf die andere Seite. Dann kommen hier noch die Eierscheiben. Und dann machen wir hier auch eine Honiggurke drauf. Honiggurke, weil wir haben ja Sauerkraut, wir haben das Pastrami, das ist ja recht pfeffrig. Sauerkraut, klar, sauer, ne? Und wir brauchen so eine süße Komponente, die dagegen arbeitet, auch beim Senf mit Meerrettich und so. Und da sind diese Honiggurken einfach ideal. Man könnte jetzt natürlich auch sein Sauerkraut irgendwie... Käsescheibe hast du noch eine? Mit... Habe ich noch eine. So. Und zack. Guck mal, sieht man das? Ja. Sieht man, ne? Guck mal hier, deine Gurken sind ein bisschen rausgefallen. Und wenn ihr jetzt keinen Kontaktgrill habt, man kann das halt auch zumachen. Ne? Man könnte es jetzt auch richtig wie ein Paket machen, dass halt eben nichts rausfällt. Genau, cool. Jetzt bleibt ein paar Minuten drin und dann... Genau, jetzt braten wir die ganz kurz an, dann schieben wir die einfach noch hier in den Ofen. Wenn du eine Mikrowelle hättest, könnte man das jetzt einfach in dem Backpapier, ganz wichtig, in dem Backpapier, dass die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, kurz in die Mikrowelle anschießen, so 10, 20 Sekunden und dann in die Pfanne. Cool. Das heißt, dann ist die Hitze in der Mitte, dann brät man es kurz außen an. Wunderbar. Außen knusprig, innen... Ne? So, 200 Grad und ungefähr 4-5 Minuten. Ja, maximal. Ups. Eingepackt in? In dem Backpapier, in dem wir es angebraten haben. Guck mal, jetzt können wir das. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt schneidet er durchs Backpapier durch. Ja, damit es halt einfach besser zusammenhält, ja. Ne? Damit es jetzt nicht auseinanderfällt. Guck mal. Na? Jetzt kannst du es natürlich runternehmen vom Backpapier. Du könntest es jetzt natürlich auch mit dem Backpapier so servieren. Oh, Kenner, sieht das nicht gut aus hier? Guck mal. Tja, ist ein ganz schnelles Sandwich. Wie gesagt, wenn du eine Mikrowelle hättest, nicht mal 3 Minuten, ne? Ja, in 3 Minuten schmiere ich mir auch kein Nutella-Brot. Sehr gut, ja, schneid das andere noch auf und dann würde ich sagen, lassen wir es uns schmecken. Ich hoffe, euch gelingt das genauso gut hier. Nehmt die Tipps von Steve an. Schreibt es unten in die Kommentare, ob ihr es auch mal versucht habt oder ob ihr irgendwie eine andere Version davon kennt oder sowas. Genau, schreibt es ruhig mal in die Kommentare, ob ihr es ausprobiert habt, ob ihr ein Ruben-Sandwich kennt oder was ihr so drauf macht, was ihr gerne am liebsten drauf habt. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Genau. Und beim nächsten Video wieder einschaltet, oder? Bis dahin verabschieden wir uns und genau, sagen guten Appetit. Guten Appetit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.